Ja, willkommen zurück zu einer Aufnahme, die auch 3 Minuten Unterschied und zu einem Standbild. Okay, passt. Ja, ich stand gerade auf einmal bei dir in der Kinderkrone. Lull. Mach dich raus da. Ja. Da darf kein Schmutz reinkommen. Ja, also Ja. ich bin auch wieder dabei, genau. Ja. Emanuel, ich bin auch dabei. Ich bin der Noel und ich bims auch dabei. Und ich Soll ich die bims. ganzen Felder hier aufschwadern? Welche ganzen Felder? Ah, die drumherum gemäht sind. Ja, aber erstmal das, dass ich da wegsammeln kann. Damit ich da So. planieren kann, weißt du? Ja, nicht das. Nicht das. Das steht Was draußen, denn? den Vorgarten hier. Ach so, den, ja. Ja, ich sag halt Vorgarten. Größer ist es nicht, tut mir leid. Kannst dann aber das. Was denn das, was ihr für einen Vorgarten zu Hause habt, oder? Im kleineren. Also ein Fendt 939 wird reinpassen, aber der Ladewagen vielleicht auch noch, aber dann war es das auch schon. Weil das ist der Vorgarten von der Kirche, weißt du? Ja, fahr doch, du Scheißdreck. Muss ich schieben? Ja, warum fährt er so langsam? Ah ja, hör doch auf. Warten wir einmal kurz, bis hier 2 Meter geschwadet sind. Wie schnell fährst denn du? 10. Ja, ich hole mir vielleicht den anderen. Ich hole mir gleich den Walter. Zwei Schwaden, Feld ist fertig. Tschüss, Vorgarten, sag ich doch. Ja gut, passt. Ja, fahren wir einfach durch die Halle durch, gell? Halle. Ja, Gartenhaus. Also die große Fläche daneben ist der Vorgarten und das kleine Häuschen im Garten ist die Halle. Genau. Und Wünsche. Villa. Achso, ja, die steht ja daneben. Ah, stimmt, das kleine Einfamilienhäuschen da, oder? Kannst einfach auf dem Feld daneben parken, gerade. Den Schwader. Muss immer zwischen Anhängern durch. Alter, von dem Feld kam so gut wie gar nichts runter. Dann fahre ich mal weiter meine Kühe machen. Mit 22 FPS, ich weiß nicht, was das ist. Ne? Nicht schwadern, auf geht's, schwadern. Dann holen wir Kein. noch einen Dreck. Ne? Ja, genau. Das ist wichtig. Schwadern ist heute die Priorität. Wir wollen hier groß lieren. Fährst du ins Fahrsilo? Natürlich. Was will ich sonst machen? Fährst du noch ein bisschen was bei mir in den Stall? Kann ich machen, ja. Ja, mehr kommt raus. Ne? Die haben noch Nicht? genug. Hätte ich jetzt gemacht. Ist noch 3/4 voll. Sido brauche ich von daher. Und Stroh auf jeden Fall. Ja, wir müssen ansehen. Was kaufst denn du? Ich planiere gerade den Platz da. Ach so. Ich mache gerade den Vorgarten weg. Damit es ein bisschen schneller geht. So, passt ja. Ein bisschen kleiner. Haben wir eine schicke Halle drauf? Negativ. Haben wir ein schickes Silo? Auch negativ. Super. Wir haben gar nichts mit drauf. Läuft. Müssen wir noch ein paar Mozzarella rein tun. Wir haben ein Bauernhaus.
Und wir haben Schaf und Pferde. Boarhof, Gott, heißt es, ja. Gut, dann bleibt der Kalk eben unter freiem Himmel liegen, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Alter, so schlimm Was mit dem rückwärts. Dünger? Der bleibt auch unter freiem Himmel. Alles unter Hänge ich ja freiem nämlich eben an. Ach, dieser Schwader, Himmel. Mensch. Schwader. Das passt schon, ich mach das. Ja, hier steht nämlich alles voll mit Ja, daneben halt Fahrzeugen. das Feld daneben. Wo du vorhin schon drauf haben wolltest. Also Kalk können wir hier Such ordentlich hin. das kleine Häufchen. Kalk können wir ordentlich besorgen. Brauchen am besten so eine Kalkstation. Ja, oder einfach mal, wir mieten einfach mal zwei große LKWs und besorgen dann halt mal für bisschen Kohle, bisschen Kalk und Saatgut und Dünger. Dass man nie wieder arbeiten muss. Wenn du das verkaufen würdest, weißt du? Mit 20 km/h lässt sich schon schöner. Ja, wesentlich schöner. Das rückt da ein bisschen. Oh, was ist das? Ja, der Saatguthaufen ist noch kleiner. Ja. Ja. So, die Anhänger bleiben einfach jetzt alle hier unten stehen, das ist mir jetzt egal. Ja. Brauchen wir so schnell eh nicht, also kannst du die auch hier hinten einfach mit reinwerfen. Und wir können auch den Kalkstreuer hier runterfahren und den Düngestreuer. Haben wir. Jetzt ist mein Reifen. Wir haben einen großen, ja, sogar einen Zweiachser. Gut, würdest du bei mir unter dem Hof mal Kalk streuen? Mache ich. Aber nicht in der Folge. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen silieren, sonst passiert hier gar nichts mehr. Aber kann ich gerne machen, wenn wir alles gemäht haben und abgeerntet und dann wird eh Kalk gestreut, also. Bis dahin müssen wir dann auch mal ansehen, die Felder oben, die brauchen glaube ich auch Kalk. Ja, Feld 8 braucht Kalk. Brauchen alle Kalk. Ne, nur Feld 8. Oben von den Nur Feld 8. Getreidefeldern. Wiesen brauchen alle Kalk. Also alle Wiesen, die gedüngt werden können, brauchen Kalk. Aber der Vorplatzhäler sieht doch gut aus, gell? Mit den Steinen. Ja. Das kann man machen. Der Ladewagen hat genau die richtige Größe für die Map, ey. Nicht zu klein, aber gerade so, also nicht zu groß, aber groß genug, damit sich das lohnt, also. Ich finde, der Ladewagen passt richtig gut auf die Map. Du? Ja, ist gut, der Ladewagen. Weil mit den 42.000 bringst du halt auch ordentlich was weg, gell? Ist vielleicht eh die Frage, ob wir vielleicht auf Dauer die Kühe von dir oben auch noch in meinen Stall runterfahren und dann nur hier unten arbeiten und die Felder behalten.
Lass das nicht mehr. Nö. Absolut nope. Wenn du da rausfährst, ne? Ja. Willst du mir mal fallen? Welchen? Den Controller da wegfahren. Woher wusste ich das? Du musst jetzt aber damit leben. Der steht ja noch drinnen. Ja, stimmt, der steht nicht am Rand, gell? Eben beiseite. So, und wenn du das Feld dann geschwadert hast und du Lust hast und die Folge noch nicht aus ist, was sie dann wahrscheinlich schon ist, kannst du dir einen Zettler schnappen und Feld 34 und 33. Alter, wo ist denn Feld 4? Ah, Feld 4 ist das große, lol. Ja, Feld 34 und 33 zettern, was wir Heu haben. Und Feld 4 will ich auch Heu machen. Das hier halt Heu brauchen wir auch ordentlich für die Kühe. Für die Mische. Für die Mischlation. Wir brauchen vor allem noch die Stroh. Ja, da müssen wir nur ansehen. Dann kommt das Stroh von alleine. Was wir eher davor noch brauchen, ist was, damit wir verdichten können. Meinst du, könntest noch ein paar Wagen bei mir ins Silo reinfahren? Ja. Das Feld, was du gerade spart hast, reicht dir das? Jo, das schickt mir. Gut. Ich brauche ja nicht viel. Mehr als ich. Ich weiß nicht, auf der Map hier fressen die, also geht nicht so viel in den Dorf rein. Ja, finde ich gut. Ist wahrscheinlich genau. Ich aber auch wie so ein Scheunendrescher. Dafür bist du 24 Stunden. Ja, wahrscheinlich geht nicht so viel rein, weil es so gedacht ist, dass du halt morgen, also in der Früh fütterst und am Abend fütterst. Wahrscheinlich. Dafür haben wir ja jetzt den großen Futtermischer, da geht es ja relativ schnell. Ja. Mit der Mischration und Silage und so. Mit 50.000 kommst du da gut hin. Jo, Dicke, den kannst du dann erstmal eine Woche da stehen lassen. Einmal voll machen, 5 Wochen warten, bis er leer ist, passt, nächste Portion. Ja, Silage kannst du sicher irgendwo verkaufen, somit. Und wir haben ja immer noch einen Haufen Kredit. Ja, auch mal auf Kreditzinsen. Ja. Die müssen wir auch abzahlen. Also die werden ja abgebucht automatisch. Das heißt, über Nacht werden wir wahrscheinlich im Minus sein. Weil wir haben. Ganz. Ja, wir haben fette Traktoren, wir haben fette Maschinen, wir haben fetten Kredit, wir haben Fetttiere. Das ballert schon. Also ich meine, dass es schon ordentlich werden kann vom Geld her. Also wenn es viel ist, haben wir dann nach 10.000. Vermute ich mal. Und wann verdienen wir das nächste Mal, wenn wir Getreide machen? Ja, Milch wird fahren, aber Milch habe ich im Moment nur 600 Liter. Ja, Milch lohnt sich ja erst, wenn ordentlich was da ist. Ja, musst du den Viecher mal was abbringen. Ja, ich arbeite und arbeite, aber ich werde nicht fertig, weißt du? Was soll ich denn machen? Ich bin nicht so wie du und mach einmal und dann sage ich so, jetzt hat. Ja, mich kümmert das Tier wohl. Die haben ja eine Weile bei mir. Ja, auch, aber
Nicht so eine große. Also die einen sind ja nur auf der Weide und die anderen haben ja Fettweide. Somit, die sterben schon nicht. Nein. Oder hoffe ich Eines zumindest. Mountain Seasons. Das wird geil. Das wird heftig. Ich weiß noch nicht, ob das kommt. Wenn es kommt, wird es heftig. Ja. Weil die Tiere fressen jetzt schon so viel. Und wenn es kommt, dann wird die Map hier unspielbar. Echt. Ja gut. Schaffst du es? Komm, du bist ein Fan, du hast 400 PS, jetzt zieh den scheiß Ladewagen da rein. Komm, 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 komm. Ah. 5 Stunden später. Ja, der Fan, der bekommt ordentlich Stunden drauf, also. Ich glaube, der große Fan ist der Genau. von mir, der am meisten Stunden bekommt. Ja, bei mir denke ich Dr. Witz oder der kleine Fund. Ja, auf der Ultstream fahren wird es auch der. Da haben wir noch keinen Fan. Da wird es der Deutz. Bis jetzt. Der Forst können wir, wenn du willst, auch. Hast du die Schwarzinge inzwischen runtergeladen? Nee. Auf Ja, geht's. muss ich nicht. Du bist auch jemand, der gut parken kann, oder? Ja. Aber es ist egal, weil du darfst jetzt abmoderieren. Bist du erst bei 17? Ja, aber ich kann nicht weiterfahren. Bäh. Auf geht's. Oh, ärgerlich. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Und ja, könnt ihr bei mir mal vorbeischauen, wenn ihr bei mir am Kanal seid, bei Noel vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.